Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kastenwagentouren. In diesem Video gibt es Giraffen in Kufstein. Das kleine Örtchen Hall, das ein bisschen italienisch anmutet in der Nähe von Innsbruck. Und die Kristallwelten von Swarovski. Viel Spaß beim Zuschauen. Heute mal Frühstück aus der anderen Perspektive. Ich sitze auf einem anderen Platz als sonst. Volker schneidet dem Hund ein Stück Wurst ab. Der Frühstückstisch ist soweit gedeckt und so schön gucke ich aus dem Fenster. Und genau darum sitze ich auf dem anderen Platz, weil es so viel schöner zu gucken ist. Wir verlassen unseren Übernachtungsplatz nach der Großglockner Hochalpenstraße und fahren Richtung Kufstein. Schön, dass ihr dabei seid. Der Inn hat ganz schön viel Wasser. Wir sind in Kufstein und da oben ist die Festung. Wir haben richtig viel Glück gehabt, dass wir einen Stellplatz gefunden haben, denn was wir nicht wussten, in Kufstein findet ein Stadtfest statt. Und hier nähern wir uns dem ältesten Gasthaus der Stadt, in dem man wohl auch wunderbar essen gehen kann. Das werden wir später natürlich noch ausprobieren. Auf die Festung können wir leider nicht hoch, denn schon die Zufahrt zum Lift ist zu steil für Volker. Herr Lamotz, was haben Sie zu sagen? Dass es in Kufstein richtig schön ist. Na dann. Volker trinkt sich ein Bierchen. Ich trinke einen Kaiserschmarrn. Ich trinke einen gespritzten Weißsauer und habe Erdbeeren mit Vanilleeis oder Vanilleeis mit Erdbeeren. Und Schlagobers. Und Schlagobers, genau. Jetzt hat Volker endlich seinen Kaiserschmarrn. Wir sind schon über 3 Wochen unterwegs in Österreich und Volker hatte noch keinen Kaiserschmarrn. So, dann will ich euch auch noch zeigen, wie wir hier stehen. Ist halt ein Parkplatz, aber mit extra ausgewiesenen Stellplätzen für Wohnmobil. Es gibt Strom und Wasser. Wasser, Grauwasser, alles, was man braucht. Wir sind weitergefahren nach Hall. Das liegt kurz vor Innsbruck für diejenigen, die es nicht kennen. Also ich kannte es auch nicht vorher. Und es gibt hier vor dem Campingplatz in Hall 8 Stellplätze für Wohnmobile zu einem reduzierten Tarif. Und da stehen wir jetzt, das habe ich vorher angemeldet. Und von hier aus geht es jetzt in die Stadt. Die Geschichte der, wie ich finde, wunderschönen Kirche St. Nikolaus geht zurück bis ins 13. Jahrhundert.
und da immer wieder Erweiterungen stattgefunden haben, Umbauten und nach dem Einsturz des Turms ein neuer Turm aufgebaut wurde, findet man zum Beispiel gotische Elemente, der Turm aber zum Beispiel ist barock. Nach dem Besuch der wunderschönen Kirche streifen wir ein wenig durch die Gassen von Hall. Und was sagt ihr? Ich finde, irgendwie wirkt es ein bisschen italienisch. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist Klein Regensburg. Aber wer weiß, vielleicht denkt ihr ja ganz anders darüber. Heute war ganz viel Regen angesagt. Also vielleicht mal mit einer kleinen Regenpause. Und deswegen haben wir es gewagt, mit Schirm jetzt hier in den Ort zu gehen. Und was ist? Wir sitzen in der Sonne. Ich habe mir Toast bestellt. Einmal Thunfisch und einmal Schafskäse. Und Volker hatte sich auch was bestellt, aber da ist das Falsche gekommen. Jetzt muss der arme Volker noch warten. Genau, ich hatte zweimal Rathaus rustikal mit Spiegelei und Schinken. Na, welch ein Glück. Volker hat sein Essen auch. Da der Akku von Volkers Rollstuhl fast leer ist, mache ich mich nach dem Essen noch ein bisschen allein auf die Socken. Ich möchte gerne noch die Burg finden und auch das Salzlager. Beides soll wohl sehenswert sein. Ja, überall war Salzlager Hall ausgeschildert. Da bin ich dann hingelaufen. Da ist aber nichts. Hier war wohl früher mal ein ganz großes Salzlager. Jetzt ist hier irgendwie ein großer Store von Strauß.
Guten Tag. Tag. Zurück am Stellplatz freuen wir uns über Besuch in unserer Lüttenhütte. Nachdem wir einen wunderschönen Nachmittag in Hall hatten, sind wir mal gespannt, was der Abend uns bringt. Da doch. Da ganz viele. Und wir hatten Katzenhaare. Katzenhaare kann ja nicht. Woher? Auf jeden Fall hatten wir nicht nur einen schönen Nachmittag, einen schönen Nachmittag in Hall, sondern auch einen Wäschenachmittag. Da guck. Und Volker behauptet, er findet Haare von der Katze. Ich bin die Katz. Na gut. Da heute Regenwetter ist, habe ich mich entschlossen, die Kristallwelten von Swarovski zu besuchen. Und hier geht's jetzt rein. Hier drin ist es minus 10 Grad. Boah. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber ich finde es echt mega schön. Also ich bin sonst nicht so ein Bling-Bling-Typ, aber das gefällt mir. Wenn ich hier laufe, hört man meine Schritte. Achtung!
wenn ich gehe, zeichnet er meine Spur nach. Zum Abschluss gibt es natürlich das riesige Einkaufsparadies. Wenn man denn eine richtig fette Geldbörse hat, ist es jedenfalls ein Paradies. Wie wäre es zum Beispiel mit diesen Geparden für 28.000 Euro? Das preiswerteste, was ich entdeckt habe, sind Ohrringe für 89 Euro. Und im Park gibt es natürliche Swarovski-Kristalle. Dann traue ich mich jetzt mal ins Labyrinth. Ich habe gedacht, hier den Ausgang. Stattdessen habe ich einen super Edelstein gefunden. Ausgang gefunden. Ja, und das war's auch schon wieder für dieses Video. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und einen Daumen nach oben. Und vielleicht sehen wir uns ja nächsten Sonntag. Und was es da zu sehen gibt, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Tschüss! Im nächsten Video fahren wir für eine Woche ins Ötztal und ich zeige euch die wunderschöne Bergwelt. Aber es gibt auch Kühe zu sehen. Freut euch drauf. Bis nächsten Sonntag.